Hey Caro, wann denkst du, ziehen die Altcoins nach? Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir hier, wie Benjamin Cohen gesagt hatte, wirklich, es scheint so auszusehen, als ob kein neues Geld reinfließt, sondern Geld aus den Altcoins in Bitcoin geflossen ist. Die Frage, die sich jetzt stellt natürlich ist, wie ich auch gesagt hatte, der größte Stablecoin, den wir haben, ist genau das gleiche passiert. Schaut mal, wo wir hingesackt sind. Genau da, wo letztendlich dieser Anstieg angefangen hat, wo Geld aus dem Kryptomarkt und Bitcoins hier wieder in Tether reingeflossen sind, ist jetzt durch den Anstieg das Geld von Tether wieder zurück in den Kryptomarkt. Und wie wir hieran erkennen können, eindeutig, es ist kein neues Geld reingekommen. Denn wenn neues Geld reingekommen wäre, müssten wir doch hier keinen Triple Top bilden. Dann müsste doch hier wesentlich mehr Geld reinkommen, sondern der Market Cap müsste doch wesentlich höher gehen. Das passiert aber nicht. Das heißt, es scheint so auszusehen, als ob das Geld in diesem geschlossenen System einfach verlagert worden ist, geswappt worden ist, von einem Asset in den anderen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wird Geld wieder zurück in die Altcoins fließen und wir sehen eine Altcoin-Rallye, eine etwas stärkere wieder, oder fließt das Geld jetzt vom Bitcoin erstmal zurück in Stablecoins? Darüber könnten wir uns jetzt tot spekulieren, müssen wir abwarten und sehen. Caro, unser zukünftiger Wahl, inshallah, danke dir. Danke auch dir. Ach, ich will auch gar kein Wahl sein. Ich brauche nicht so unnötig viel, um glücklich zu leben. Ich will unbedingt meinen Eltern einfach noch ein Haus bauen. Das war's. Mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Und genug liquide Mittel haben, um meinen ganzen Brüdern helfen zu können, wenn sie Hilfe brauchen. Ohne dass sie das Gefühl haben müssen, dass sie mir das alles zurückzahlen müssen. Einfach, dass sie glücklich leben können, dass sie wissen, hey, ich habe da einen Fels in der Brandung, wenn es mir schlecht geht, dann ist der Bruder da, der hat genug, der kann mir helfen und wird mir auch helfen. Das ist ein schönes Gefühl. Registriere dich jetzt bei Bitvavo und profitiere von den Vorteilen.